Matthias, schmeiß an, geht los. 5 Minuten hat die Arkona zum Ablegen. Warnemünde Traffic, Rettungskreuzer Arkona. Seit 12 Jahren verlässt die Arkona immer wieder den alten Strom, um Menschen zu retten. Mario Lange steht seit 18 Jahren auf der Brücke als zweiter Vormann. Gewisse Freiheit ist dort, wenn man natürlich aufs Meer rausfährt, die Weite sieht. Aber auch in dem Falle zu sagen, Mensch, es ist da jemand, der Hilfe braucht, dass man ihm versucht, seine Hilfe anzubieten und es erfolgreich abzuschließen. Lange und sein Team fahren raus bei jedem Wetter. 36 Mal war das im vergangenen Jahr so. 16 Mal haben sie Schiffbrüchige aus dem Wasser gezogen. Das Tochterboot Kasper, flink und wendig, kommt es durch die Wellen. Vor allem dann, wenn die See nicht so spiegelglatt wie heute ist. Sportbootfahrer, Surfer, Segler, gerettet von einer Gesellschaft, die sich allein aus Spendengeldern finanziert. 36 Millionen Euro waren es 2014 deutschlandweit. Vor 150 Jahren beginnt die Geschichte der deutschen Seenotretter. In einfachen Ruderbooten brachten sie sich oft selbst in Gefahr, denn die Retterwesten nur aus einfachem Kork. Mit den Jahren werden die Boote moderner. 1911 bekommen sie Motoren. Heute preschen 380 PS durch die tosende Ostsee. Bei schweren Unglücken, etwa 1993, als die polnische Fähre Jan Hewelius vor Rügen kentert. Zurück vor Warnemünde. Das Tochterschiff Oskar bringt den Geretteten an Deck der Arkona. Hier bei uns an Bord können wir Personen, die stark unterkühlt sind, mit vorgewärmter Atemluft wieder langsam aufpäppeln. Bei lebensbedrohlichen Situationen haben wir natürlich am Liegeplatz die Vorinfos, dass wir da denn sagen, wir brauchen Notarzt. Rund 270 Seenotretter schieben ihren Dienst an 17 Stationen zwischen Pöhl und Ueckermünde. Mancher Notruf lässt auch harte Kerle weich werden. Kinder auf der Luftmatratze oder auf jeglichen Schwimmelementen, für Kinder irgendwo abgetrieben sind vom Strand, da ist man in dem Fall so mit Adrenalin voll. Man möchte natürlich so schnell wie es geht da sein, aber manchmal ist es eben halt nicht so, dass es gleich von jetzt auf sofort geht. Manchmal können auch die Seenotretter nicht mehr helfen. Menschen sterben. Vor der Kamera erzählen die Männer lieber die guten Geschichten. Es war auch eine Windstärke von 6 bis 7 in Böenst und da hatte sich ordentlich eine See aufgebaut. Es war nachts um 2, wo wir los mussten bei Regen. Und diese 3 Personen mit ihrer kleinen Segeljacht konnten wir dann sicher in den Hafen wieder einbringen. Die Fahrt heute war für die Arkona nur eine Übung, damit Mario Lange und sein Team im Ernstfall perfekt aufeinander eingespielt sind.